Dann haben wir die Briten jetzt umzingelt, dadurch unsere Verstärkung von einer ganz anderen Seite reinkommt. So, die Garde. Die kommt jetzt. Da können sie auch nicht drüber. Mist. Aber die sind ja gleich weg. Ja, erschüttert. Sehr gut. Achtung, Stammeshilfstruppen. Die Briten kommen mit ihrer Kavallerie und unsere Artillerie. Jawohl, jetzt geht's aber rund hier. Auf die bitte. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt kommt nämlich fett von oben rein. Aus einer sehr guten Stellung. Und wir müssen aufpassen, dass die uns nicht wegschießen. Ich hole die andere Verstärkungstruppe jetzt nach. Und jetzt geht's richtig rund. Die Briten machen ihre Truppenbewegung. Und kommen hier an. Ich hol erstmal nur das Bulgierige mit dazu. Ey, nicht euch beschießen lassen hier. Was ist das denn für eine Scheiße? Stammeshilfstruppen. Da geht mal hier hin. Da können die doch rüber. Ich verstehe gar nichts mehr gerade. Nee, nee. Hier ist... Ach, ein Spalt. Da wollen jetzt alle durch. Dann mach das mal so. Das Terrain ist sehr merkwürdig hier in dieser Schlacht. Da hinten ist One-on-One, wenn man so will. Auf die Artillerie. Oder auf die Stammeshilfe. Man muss sehr langsam und vorsichtig vorgehen, wenn man hier überhaupt eine Chance haben will. Das ohne große Verluste über die Bühne zu bekommen. So, die royalen Schotten. Da kann man sich sogar überlegen, ob man die nochmal in den Fernkampfmodus schickt. Feuer. So, jetzt gehe ich bei der Garde dazu. Die können richtig gut schießen. Das haben wir schon gesehen, aber jetzt müsst ihr gleich richtig, einen raushauen, das wisst ihr, ne? Bitte vollzählig schießen. Ja, mitten rein. Mitten in die Briten rein. Da kann jeder Schuss sitzen. Und ihr haltet die auf. Perfekt. Das gute alte Hammer und Amos-Prinzip. Und hier, die haben gar keine Chance. Bürger mit Musketen. Na, das brauchen wir nicht weiter ausführen. Das ist schnell erledigt. So, einmal umdrehen bitte. Jetzt kommen die Briten auch hier an, auf breiter Front. Und hier hinten ist es, wie gesagt, 1:1. Und hier sind wir direkt bei der Artillerie jetzt. Die haben gar keine Chance. Und die Artillerie, unsere Artillerie, hilft gegen deren Stammeshilfstruppen mit aus. Das sieht ordentlich aus. Volltreffer. Sehr gut. So läuft das. Das ist eine sehr schöne Schlacht. Auch wenn auch etwas... merkwürdig, wie gesagt. Komm, jetzt geht's ab in Nahkampf. Wir sind zahlenmäßig unterlegen. Und wir können hier nicht mehr mithalten. Im Fernkampf. Die Briten sind die besseren Fernkämpfer. Das muss man eben wissen als Frankreich. So, aber im Nahkampf sind wir besser. Zwar deutlich besser. Aber die sind jetzt deutlich überlegen. Okay, das wird wohl eher nichts werden, fürchte ich. Nee, Quatsch, die sind ja auch im Nahkampf besser. Oder haben genauso viel Verteidigung. Dann machen wir es irgendwie anders. Dann werden wir das verlieren da unten. Und hier freuen wir uns über den Sieg auf breiter Front. Die Schweizer Garde lädt so schnell nach. Die haben jetzt schon mehrfach geschossen. Und erneut. Jawohl. Die Schotten helfen auch mit. Und ihr prallt... Das ist das Bulgier-Regiment, natürlich. Deswegen sind die auch so stark. Klar, gar keine Frage. Und hier ist Nahkampf angesagt gegen die britische Kolonialinfanterie, die auch schon gebrochen und erschüttert ist. Hier wird geschossen. Ja, die Briten ziehen sich jetzt auf weiter Front zurück. Da sind nochmal irrelichterne Kavalleristen unterwegs. Und dann haben wir die Schlacht auch schon fast gewonnen. Ziehen sich zurück. Okay. Noch 3 britische Einheiten sind übrig. Aus dem Carré noch? Ja, da haben wir gar keine Chance. Und die auch nochmal.
Tschüss. Oh, jetzt werden wir die richtig zusammenschießen. Wir kommen aus allen Richtungen auf sie zu. Das war's, wir haben gewonnen. Juhu! Bei mäßigen eigenen Verlusten, trotz schwierigem Terrain. Gefecht beenden. Ein glorreicher Sieg, definitiv. So. Also, wir haben 561 Mann verloren. Und er hat alles verloren. Die Garde hat richtig reingehauen, Schweizer Garde. Und die anderen natürlich auch. Gut. Gewonnen. So. Maine gehört uns. Eine katholische Region. 50 Subsistenzwirtschaft, wie schön. Eastport ist in 5 Runden fertig. Brunswick ist jetzt gerade fertig geworden. Jawohl. Und generell ist besser geworden. Galoppierer. Hä? Plus 1 auf Kommandieren bei Landgefechten. Juhu. Du hast leider auch eine Truppe recht stark angekratzt. Gut. Die Truppe in Maine wird natürlich dann regeneriert irgendwann. Kaltköpfig unter Beschuss. Und mehr auf Gefechtsmoral. Das ist auch mal ordentlich. Was haben wir denn jetzt gewonnen? Wir haben einmal hier eine Eisenmine mit dürftigem Ertrag in Maine. Ein Hafen, der sich entwickeln kann, und eine Hafenstadt. Nee, was laber ich denn? Ein Hafen, so, und eine Stadt. So. Und in Neuengland geht's dann nächste Runde weiter. New York vielleicht noch. Vielleicht kann man die auch umlenken. Das sehen wir dann. Wir haben jetzt eh kein Geld mehr, um die zu regenerieren. Das würde, glaube ich, irgendwie 6.000 kosten. Oder, na gut, das würde ich nicht. 2.500, das geht noch. Ja, dann kam auch das Geld dafür. Und das kann man ja auch mal aufbauen. Das kostet 4.000 Goldstücke. Ich probiere das mal ganz kurz. Oder habe ich vielleicht auf Korsika noch irgendwie was gebaut gerade eben? Ach Mist, das ist noch nicht. Oder hier oben, eine der Fabriken. Die ist fertig. Ja, und das will ich auch nicht abreißen jetzt, nachdem wir das schon so weit haben. Maraten will ich auch nicht stärken. Osman vielleicht ein bisschen. Sextant und sowas. Ja. Oh ja. Aber fast. Pueblo. Uiuiui. Gut, dann müssen wir das anders regeln. Ich versuche erstmal hier dann die wichtigsten Sachen zu machen. Straßen existieren auch noch nicht wirklich stark, ja? Na, dann machen wir nächste Runde. Ah, dafür reicht es noch, für eine Werkstatt. Schön, dann bauen wir eine Werkstatt noch. Und nächste Runde dann den Rest. Weiter geht's. So. Also, die Briten haben schon 2 Provinzen an uns verloren. In Nordamerika. Sie kommen an. Oh, 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 oh. Scheiße. Okay, das werden wir jetzt verlieren. Wir verlieren leider das Kaintak-Territorium. Und die vertreiben uns. Da hauen wir eben ab. Gut. Das war leider jetzt scheiße. Aber damit war zu rechnen, dass die Briten angreifen würden. Was machen die hier denn? Rüsten die das auf oder reißen die das ab? Wenn sie es abreißen, ja gut, das wäre schade. Aber dann, die sehen sie europäisch aus. Messwerkzeuge gegen Tribut. Ja, machen wir. Siehst du, manchmal tauschen die auch von sich aus Technologien. Okay. Also, wir haben eine Armee verloren und ein Territorium. Aber das ficht mich nicht an. Nicht da durchmarschieren, bitte.
Das werden wir gleich auch verlieren, das sehe ich schon kommen. Persien wurde jetzt auch vernichtet. Von wem? Von Marathenreich. Okay, dann haben die jetzt eine direkte Front gegeneinander, die beiden Gegner. Gebäude errichtet. Ägypten. Na, immerhin. So. Der ist kränklich. Und ein Agent wurde exekutiert. Schade. Nee, wurde nicht. Ach, Moment. Wir haben einen feindlichen Agenten exekutiert, der uns töten wollte. Aber ich bin nach wie vor, also nach wie vor finde ich es sehr lustig, dass man auf feindlichem Boden durch eine Exekution einen gegnerischen Spion loswerden kann. Das finde ich irgendwie lustig, aber gut. Brennt das noch? Nee, ja, doch. Dann der nächste, bitte. Ah, Mist. So, kein Taktterritorium haben wir verloren. Marathenreich und Osmanen liegen im Krieg. Erneut, meinte schon mal. Und hier ist der Agent drin. Ich will ihn jetzt aber hier lieber was amputieren lassen. Sehr schön, der ist noch besser geworden. Oh, so viele Agentensachen. Ich komme völlig durcheinander hier. So, und du bist auch drin. Du machst mal den tot. Ja, egal. Das ist, was die anderen von uns halten, ist egal. Die Briten sind sowieso doof. Curaçao, die besagte Truppe. Dann haben wir das jetzt auch. Jamaika, alles in Ordnung. Hier wird exportiert. Gut. Vielleicht mal gucken, was auf Bahamas los ist. Nichts. Geil. Gut. Unsere mittleren Provinzen sind leider sehr bedroht zurzeit. Aber er hat auch Carolina schutzlos zurückgelassen, mehr oder weniger. Und er hat tatsächlich hier die indianischen Gebäude abgerissen, der Vollhonk. Gut, New York ist voller guter Truppen, inklusive Rogers Ranger. Und ihr werdet jetzt aufgerüstet. Die Straße ebenfalls. Und was machen wir jetzt als nächstes? Neuengland oder New York? Ich würde sagen New York, weil da die Truppen so stark sind. Dann hätten wir die nämlich schon mal weg. Dann werden die auch die Bedrohung weg, die davon ausgeht. Hier ist ein Pfaff drin. Das muss ja nicht sein. Zwei sogar. Die will ich natürlich auch weg da haben. Gut. Also, dann geht es jetzt weiter mit der Eroberung von New York, würde ich sagen. Oder ich gucke mal ganz kurz vorher in den Ärmelkanal. Bevor ich irgendwas mache, will ich immer wissen, wie es aussieht. Wir könnten die Handelshäfen von den Briten blockieren. Aber dann könnten die unseren Handelshafen eben auch blockieren. Das will ich nicht. Es macht mehr Sinn, den zu blockieren. So, dann können nämlich die Truppen da nicht raus. London ist, oh, schwach besetzt. Schwach besetzt. Und nächste Runde haben wir noch mehr Flotten. Die Flotten, Flotten. Ja, ihr bewacht hier alles. Das heißt, wenn die Briten hier durch wollen, dann müssten sie eigentlich abgewehrt werden können von uns. Also wenn die Flotte dahin will oder irgendeine andere, schauen wir dann mal. Barbaresken, werden die noch blockiert? Sieht nicht danach aus. Nee, werden hier blockiert. Ja, von mir aus. Jawohl! Sehr schön! Wieder ein Handelsabkommen mit den Barbaresken. Das finde ich doch super. Sehr schön. Guck. Sauber. Und wieder die 10.000er-Grenze gesprengt. Okay.
Da bin ich halbwegs zufrieden. Großbritannien, Beziehung minus 429, territoriale Expansion minus 103. Ja. Hier warten wir ab. Und die Briten, glaube ich, auch. Also da sind beide Parteien am Abwarten. Und dann lassen wir die so, wie sie sind. Genau. Und nehmen dann irgendwann hier das auch noch ein, natürlich. Aber vorher gehe ich jetzt auf Albany, New York. Nächste große Schlacht. Auch die werden wir spielen. Zahlenmäßig sind wir leicht überlegen und wir haben unsere zweite gute Truppe. Eine Truppe ist leider etwas angeschlagen, der General auch, aber wir haben Gardekavallerie, die normale Infanterie, normale Artillerie und normale Schützen. Und die Briten haben normale Infanterie, billige Schützen, etwas Artillerie und Achtung, Rogers Ranger. Auf die müssen wir aber aufpassen wie Füchse, denn die werden uns sonst extreme Verluste zufügen. Da müssen wir am besten mit der Gardekavallerie drauf oder mit der leichten, das geht auch, aber die haben auch gute Nahkampfwerte, also so einfach ist das nicht. Rogers Ranger, da müssen wir aufpassen, dazu noch ein bisschen Bürger. Auf geht's in die Schlacht.